Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Mental Memorial. Wir sind wieder endlich in sichereren Gefilden, in Anführungszeichen, und könnten nun in den Bereich mit dem Gas, da wir endlich eine Gasmaske besitzen. Der Nachteil ist, 100 Pro haben sich wieder neue Jumpscares oder sowas eingebaut. Und ich muss allerdings auch dazu zugeben, ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Spiel eigentlich ist. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt erst 5% oder 50% oder 100% oder 90% weiter bin. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil viel habe ich ja jetzt noch nicht groß gemacht. Und ja. Auf in die erste Etage. Ich muss sagen, die Aufzugmusik ist einfach nur episch. Das ganze Spiel überschreit fürchterlichen Terror und Angst und Tod, aber die Aufzugmusik. Fuck yeah. Es ist die Frage, was uns alles noch für unschöne Dinge hinter dieser Tür erwarten werden. Keycard in the first... Achso, ja, die habe ich ja schon benutzt. Industrial Gas Mask. Jetzt können wir in den schönen Bereich mit dem Gas. Jesus. Mein Freund, du konntest das Ding nicht vorher sauber machen. Help, please. We're stuck in this room. Please help us. Was? Eine Mission. I need to help the person by unlocking the door for him. Wo ist denn die? Hier? It's locked. Ist die Tür das gewesen? Was sind das eigentlich für Sounds? Welche Tür denn? What? It's locked. Ist der Schlüssel vielleicht irgendwo drin? Help us unlocking the door. Ich sehe kaum was, verdammt. Hier muss doch ein Schlüssel sein. Mein Freund, du hättest die Gasmaske vor echt sauber machen sollen. Unlocking the door. Ja, die Taschenlampe bringt tierisch viel. Oh. Wie? Ein Schlüssel oder sowas hab ich nicht. Nada. Die Tür ist locked. Irgendwas fehlt mir. Moment, war hier vielleicht ein Schlüssel oder sowas? Nein. Hast du irgendwo einen Schlüssel? Nö.
Außerhalb ist keine Tür. Radioaktives Todesfass. Moment, ich habe doch, glaube ich, die Karte, oder? No, nee. Logs are not available. Was? Dear friend? Achso. The Shadow. Transfer. Test on legs. Basement. Nee. Jetzt muss hier irgendwas dran sein. Tipp ich mal. Jetzt, wo ich gerade die Gasmaske sehe, ich freue mich auch schon drauf, das neue Metro zu spielen. Last Light. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen an Metro. Hier ist kein Schlüssel, Alter. Ich weiß nicht, wie ich deine Tür aufkriegen soll. Ich finde hier auch nichts. Und dadurch, dass das hier so giftgrün ist, sieht man auch so wahnsinnig viel. Hallo. Giftgas. Überall fucking Giftgas. Da ist kein Schlüssel. Hier ist kein Schlüssel. Schlüssel. Jetzt irgendjemand erwischt. Okay, der Raum ist pointless, oder? TV, TV, TV. Die Tür wird das wahrscheinlich sein, diese Quest, aber die kriege ich auch nicht auf. It's locked. Lassen sich auch nicht bewegen. Das heißt, das ist dann gleich noch doppelt verwirrend. Hallo. Ich habe keine Idee, wie ich weiterkomme. Tut doch. Gas. Bett. Gas. It's locked. Nicht. Getränkeautomat. Ich habe keinen Plan. It's locked. Geht nicht auf. Dann gehen wir noch mal ein Stück weiter zurück. I can't leave. I have to search this area. Okay. I can't leave. Offensichtlich. Das heißt, irgendwo hier liegt ein Key. Irgendwo. Das große Geheimnis ist wo? Kann man das? Das kann man nicht bewegen, das kann man auch nicht bewegen. Key. I need one. I need a key. Ja, wenn wir schon dabei sind. Brains.
Da würde mich nicht noch wundern, wenn am Ende rauskommt, so dieses, ich muss die Monster finden oder bekämpfen. Und am Ende kommt dann raus, nein, John, du bist die Monster. Da, 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 da. Offensichtlich muss das damit zu tun. Muss das was damit zu tun haben, dass man die meisten Sachen hier bewegen kann? Eigentlich. Hier drin ist nix. Auch nix. Pointless, 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 pointless. Ich meine, irgendwann rächt sich dann, dann ist da was Wichtiges drin, aber ich denke mir dann pointless und mach's nicht auf. Und am Ende verpasse ich dann was. Key. Key? Nein. Key, key, key. Falls das jemand von euch schon durchgespielt haben sollte, also so richtig durchgespielt haben, kommt irgendwo mal ein Aspekt, wo man diese verdammten Glühbirnen braucht. Weil bis jetzt sind ja eigentlich so ziemlich alle Dinge explodiert um mich rum. So an Lampen, aber ich durfte nicht eine einzige davon wieder reparieren, aber hab zwei Lampen. Aber lustigerweise auch nur diese zwei Lampen gefunden. Ich meine, am Ende kommt dann wahrscheinlich so ein Death Race oder so. Man muss sich so schnell wie möglich beeilen und zwei Lampen reinschrauben, bevor, weiß ich, der Boogeyman da deinen Arsch erwischt hat oder so. Und das ist möglich. Es wäre Klischee, aber es wäre möglich. Okay, hier in dem Raum ist auch absolut nada. Nada, niente, gar nichts. Ja, du bist tot, Kollege, ich weiß. Ich meine, da würde mich nicht wundern, wenn am Ende irgendwie noch so ein Jumpscare mit der Leiche kommt. Moment. Das ist das. Das Areal ist grün angezeigt. Bisher hat sich immer rausgestellt, wenn es grün angezeigt wird, dann ist hier irgendwas. Außer natürlich, dass das in seinem Blut ist, die Scheiße, die hier rausläuft. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ist das der Schlüssel kriegt weg, aber das ist ein Wurm. Kakerlaken-Ding. Schlüssel. Ich hätte jetzt gerne einen davon. Kann man vielleicht einen am Getränkeautomaten ziehen? Hier nichts. Nein, das ist nur ein Modell in einer Fliese. Hier ist nichts. Auch nichts. Nope. Tränkeautomaten. Ein Need to Search this Area. Die Leute sind lustig. Custom Story. Full Conversion ist lustig. Oh, Moment. Nice. Hat das jetzt auch den Raum da hinten geöffnet? Wo war der erste Raum? Wo war hier irgendein Raum? God damn it. Der war hier irgendwo rechts. Nee.
Aua. Wo kommt denn jetzt das Husten her? It's locked. Das ist noch zu. Okay, wir müssen dann einfach nur weiter vorrücken. Denke ich mal. Ja, bis zum. Aber an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich natürlich über jegliche Unterstützung für den Kanal, für jegliches Feedback und Diskussionen im Forum. Ansonsten, bis dann. Ciao.